Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Wrackguide, zu dem Volkswagen Käfer, nehme ich mal an. Nachdem wir den Underground Soldier besiegt haben, hat er uns wieder einen Hinweis gegeben. Und zwar befindet sich das Chassis hier oben, beziehungsweise hier links. In etwa direkt an dieser Position, neben der Driftzone. Es ist ebenerdig, könnte eigentlich nicht verfehlen. Teil Nummer 1 zu dem VW Beetle befindet sich auch hier oben in der Ecke. Hier ist ein kleiner Hügel, wo auch wieder eine Rampe drauf ist. Diese müssen wir mit sehr viel Speed überfahren, weil wir ziemlich weit springen müssen, um dort dran zu kommen. So, Teil Nummer 2 zu dem Beetle befindet sich rechts. Genau hier. Hier ist es wieder so, dass wir zwei Sprünge machen müssen. Zwar müssen wir erst einmal hier hoch. Hier ist auch ein Pokerchip gewesen, an dem ihr euch orientieren könnt. Und dann einfach hier runter. Teil Nummer 3 des Beetles befindet sich hier in der Mitte, direkt neben der Tankstelle, an den Bahngleisen, in etwa hier. Hier ist auch wieder so ein kleines Häuschen und mit einer Sprungschanze dran. Das letzte und vierte Teil des VW Beetles ist hier oben. Mach's mal ein bisschen dezenter. Ihr könnt hier vorne könnt ihr reinfahren, folgt ihr dem mittleren Weg. Hier ist an einem Ende ist eine große Sprungschanze, wo auch wieder ein Pokerchip ist. Wenn ihr hier drüber gesprungen seid, wartet hier das letzte Teil für den Beetle auf euch. So, nachdem wir wieder alle Teile gefunden haben, können wir auch diese wieder in der Garage zusammenbauen und uns ein Setup aussuchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr sonst nichts weiteres verpassen wollt. Und schöne Grüße von den Awesome Foxes.